Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Jungfrau und Aszendent Jungfrau. Willkommen zu Ihrem Horoskop vom 1. bis 7. Dezember. Liebe Jungfrauen, die Ballung der Planeten in dieser Woche wird insbesondere Themen rund um Ihr Zuhause, Ihrem Wohnort und Ihrer Familie in den Vordergrund stellen. Das Zusammensein mit der Familie, das Bewirten von Gästen zu Hause, einige Arbeiten zu Hause, soziale Organisation oder das Dekorieren Ihrer Wohnung sowie jegliche Tätigkeiten in Ihrem Leben werden in diesem Monat und insbesondere in dieser Woche stärker an Ihrer Tagesordnung stehen. Falls Sie einige Probleme innerhalb der Familie oder zu Hause haben, werden Sie die nötige Unterstützung bekommen, um diese mit Leichtigkeit zu lösen. Die positiven Wechselwirkungen zwischen dem 4. und 6. Dezember werden insbesondere Themen in Verbindung mit Ihrem Zuhause und Ihrer Familie unterstützen. Am 5. Dezember wird der Mars in das Zeichen Wassermann übergehen, liebe Jungfrauen. Dies deutet darauf hin, dass Sie insbesondere in Ihrem alltäglichen Leben, Ihrer Routine und Ihren täglichen Arbeitsbedingungen viel mehr Energie investieren werden. Deshalb sollten Sie sich von Zeit zu Zeit stärker um Ihre Gesundheit bemühen, denn der Mars steigert auch das Risiko zur Erkältung, Grippe oder Probleme wie Infektionen. Darüber hinaus sollten Sie sich in Ihrem täglichen Leben und auf Ihrer Arbeit vorsichtiger in Ihren Beziehungen mit Mitarbeitern und Kollegen verhalten. Am 6. Dezember wird es einen Vollmond im Zeichen Zwillinge geben. Dieser Vollmond wird entscheidende Wirkungen hinsichtlich Ihrer Karriere auslösen. Beispielsweise könnten Sie ein lang ersehntes Jobangebot bekommen oder eine Beförderung, Veränderung oder Arbeitsplatzänderung sowie Veränderung im Büro könnte auftreten. Darüber hinaus wird es einige Verwandlungen in Verbindung mit Ihrer Familie, älteren Familienangehörigen und autoritären Personen in Ihrem Leben geben. Während des Vollmonds könnten Sie sich physisch etwas angespannt und müde fühlen. Bemühen Sie sich um Ihre Gesundheit. Achten Sie auch auf Ihre Ernährung und nehmen Sie sich Zeit zum Ausruhen. Es wäre äußerst sinnvoll, dieses Wochenende zum Ausruhen zu nutzen, meine lieben Jungfrauen. Bitte verfolgen Sie auch unbedingt die täglichen Horoskop-Videos, die wir für Sie vorbereiten. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Machen Sie es gut. Bis bald.